Hallo liebe Leute, wie geht's euch heute? Das heißt gestern. Aber es kann nicht springen, weil ich einen Jetpack an habe. Aha. Ja, wir haben einiges vor. Einige Sachen. Und zwar, erstmal wollen wir eine Kuh in ein Gefäß zwängen. Ziemlich sadistisch sind wir heute hier unterwegs. Sadistisch. Dazu packt ihr ein Milkjar da unten rein. Also muss ein bisschen Abstand haben. Dann müsst ihr mit einem goldenen Lasso. Golden Lasso. Sieht man hier, ich hab's in der Hand. Ja, macht man so mit 8 XP. Eine Kuh fangen. 8 Level. Die da drüber packen. Ne? Müsst darauf achten hier, Blöcke drumherum, dass sie nicht abhauen kann. Pack's mal rein. So. Arme Kuh. Und dann braucht man einen Amboss. Packt man da hin. Mach mal den Block weg und... Dann hat man eine Cow in a Jar. Ja, geil, oder? Mhm. Dieses Cow in a Jar sieht man schon, das füllt sich dann mit Milch. Und somit hat man ein unendliches Milch-Repository. Schön. Hast du aufgenommen, nicht ich, ne? Ich? Oh ja. So, das aber nur am Rande. Wir haben Sachen und Dinge vor. Dinge und Sachen. Ah, Mann. So. Denn man sieht schon ein schönes, wunderbares Portal. Bossi und ich haben philosophiert, wie viele Böcke braucht man denn, um ein schönes Portal zu machen? Bossi sagte 12. Ich sagte 10. Man braucht 14. Nämlich, ich habe hier unten geschummelt. Aha. Ne? Aber da meinten wir, ja okay, dann machen wir 12. Damit es schön aussieht, macht man hier oben nochmal so zwei Dinger drauf. Ich habe aber verkackt und hab das eine an die Seite gemacht. Da ich keinen Diamantspitzhacke habe, habe ich das andere jetzt auch an die Seite gemacht. So sieht doch schön aus, oder? Man so ein schönes Feng Shui-Portal. Sehr schön, sehr schön. Ja, denn. Was haben. Du bist schon rein, Maus, ne? Ja! Wir sind doch noch gar nicht. Ja, okay, wir gehen jetzt rein. Rein! Rein! Gleich mal einen Wegpunkt machen. Stimmt, ganz wichtig. Wegpunkt machen. Damit man nicht lost geht. Denn hier ist halt heftig. Das Nether hier ist halt richtig krass unterwegs. In der zweiten Folge gehen wir schon ins Nether. Das ist schon echt krass. Ich höre schon die dummen. Bücher, Netherrack, was brauchen wir denn? Soulstone? Wir brauchen Soul Sand. Soul Sand. Genau, denn wir brauchen Soul Stone, um Soul Dust zu machen, um ein Solium Dagger zu machen. Mit diesem Solium Dagger kann man Mobs töten, so wie Zombies, und da kriegt man dann Mob Chunks von, und die braucht man, um halt Seeds zu machen für die Mystical Agriculture, die Inferium Seeds. Da können wir dann mit Enderman Seeds machen, womit wir Enderperlen unendlich quasi produzieren können. Mit diesen Enderperlen, die können wir in die Schmiede schmeißen. Dann kriegen wir flüssiges Ender und damit kann man den Reaktor kühlen. Damit hätten wir die Energieversorgung schon mal und dann können wir das System befeuern. Das ist so der Gedankengang, das Ziel für heute. Leute. Was ist denn das da unten in der Lava? Ist das hier so. Mit weißen Dingen, ja. Ja, das ist sogar Brighton, das ist sogar schon auf dem Moody. Das ist übel hell hier alles. da unten ist. Ich kann es nicht erkennen, das ist auf jeden Fall alles Fleisch hier. Ich sehe dich überhaupt nicht. Das Netherrack hier unten nur. Doch, hier ist Soulstone, fertiger. Lol. Cobbled Soulstone. Ja, nice. Wieso sehe ich dich denn nicht? Bist du über uns irgendwo oben? Und unter euch. Hey, ich steh doch hier. Hallo. Aber. Ach, vielleicht bin ich unsichtbar. Das kann manchmal passieren. Ach so, ja. Ja, ich sehe dich auch nicht. Ja. Ja, das kann. Ja, ich bin genau hier. Ihr seht hier die Blöcke verschwinden. Ja. Zauberhand. Zauberer. Gandalf! Ich glaube, das reicht sogar schon.
Kann natürlich noch mal ein bisschen rumgucken hier. Kann natürlich auch noch mal raus und reingehen. Vielleicht sieht er mich dann. Na, probier mal. Ich spiel's auch ein bisschen leise, ne? Ich mach das immer ein bisschen lauter. Aber mir bist du ziemlich laut. Mama, ja, lauter! Ich, das, oh, meinst du das Spiel! Das Spiel! So. Komm mal wieder. Jöle. Okay. Und tschüss. Ja, was kostet die 10? Noch hier. Ach, da. So. Bisschen was Schnabulios. Habt ihr auch was hingeworfen, Fossi übrigens? Ja. Naja, mit Potatoes. Dabei sind wir Zoe und Fossi, ne? Habt ihr schon mitbekommen? Sind wir denn hier gespawnt? Seht ihr mich jetzt eigentlich? Ja, also ich sehe dich. Okay. Ich sehe nix. Was haben wir denn hier so? Da ist eine Dämonenkuh. Ah. Eine Dämonenkuh, Fossi. Hilfe. Hat Fossi auch sein Dings dabei? Was ist sein Dings? Was ist ein Dings? Nö. Beziehungsweise ja, aber ist kaputt. Achso. Okay. Wahrscheinlich Strom leer. Leer? Ja. Ja, müssen wir noch irgendwie aufladen, kein Problem. Was ist das da hinten? Das Lila, na guck mal. Wo denn? Mal schauen. Die lilanen Punkte da hinten, siehst du die auch? Wo der Zombie da steht? Nee. Echt nicht? Wow. Ach, das sind Pilze, kann das sein? Ja, Punkte. Ja, das sind Pilze. Da. Ja, bei mir sieht das alles ein bisschen anders aus. Leuchtet ja alles so krank. Hier ist Soul Sign. Purple Glow. Ja, nehme ich das auch nochmal vorsichtshalber mit. Aber ich glaube, der Cobbled Soulstone, das ist das, was wir needen. Seid ihr jetzt noch unten oder wieder zurück? Was hüpfen da in der Lava? Ja, wir sind in andere Richtung gelaufen. Ach so. So. Also nach oben quasi. Ich kann ja mal wieder zurückkommen. Ja, aber Fossi war es doch irgendwie ein Tempel in der Lava. Tempel in der Lava? Hey, ich bin doch hier hinter dir. Das sah so aus. Oh! Das ist ein Lava. Hier sind wir lang gerannt. Sag mal, brennst du? Fossi, das ist jetzt hier Challenge. Alter. Krass geregelt. So skillvoll war ich nicht. Ja. Was gibt's denn hier jetzt noch so schön? Was ist das hier eigentlich? Ghostwood. Habe ich meine Axt ab am Manne? Jawohl, ja. Dann nehmen wir mal ein bisschen Ghostwood mit. Das sieht auch schick aus, bestimmt. Speziell auf jeden Fall. Wo holen die junge Küste? Was ist das denn? Nehme ich mit. Aua, es brennt. Okay. Sag mal, brennst du? Klau mir nicht meine Sprüche! Nessa Goldohr. Ich glaube, die haben das Nessa ziemlich entschärft wieder. Das war mal krasser unterwegs. Mit diesen ganzen Geistern da und so. Ja, genau. Ja, das war auch schon fast ein bisschen zu heftig. Heftig, schmäftig. Okay, aber dann können wir eigentlich wieder zurückgehen erstmal. Was du hier? Dieser Quarz haben wir doch. Ich hab keinen Quarz gewonnen. So. Gut, dann hast du den Punkt gemacht beim Portal vor sie? Yep. Dann gehen wir mal wieder zu Rick. So, liebe Leute von... Das ist richtig. Dann sind wir bei 10 Minuten. Alter.
machen wir eigentlich für einen Blödsinn? Oh, da kommt jetzt Soul Sand rein. Auch. Dann wird man wirklich verlangsamt. So. Oh. Seid da raus, oder? Ja. So. Ich glaube, wir müssen jetzt das hier brennen. Aua. Haben wir hier noch irgendwo Kohle? Was passiert denn da oben? Golem. Golem? Oben, ja. Oben ist Kohle, ne? Block of Coal. Miau. Brenne, 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 brenne. So, was ich aber noch machen muss, ist, nehmen das Infusion Crystal, Prosperity Shards und die Inferium Essenzen. So, 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 so. Mal gut aus. Was mach ich denn da? Passt. Die passen. Und jetzt, wie kriegen wir daraus? Daraus Dust. Irgendwie einen Pulverizer ballern? Mist, hatte ich mir noch nicht überlegt. Aber jetzt hat er hier bestimmt irgendwo Dust für. Kein Pulverizer. Ist doch kein Pulverizer. Mist! Gut, dann basteln wir mal ein Maschinchen. Was brauchen wir denn für einen Pulverizer? Pulverizer. Pulverizer. Wir brauchen einen Meshing Frame. Dafür brauchen wir einen Tin Gear. Dann nimmt man sich irgendwo zwischen den tausenden Erzen Tin Ingot, da haben wir's. Zack. Mal das schon mal. Copper Gear. Copper. So. Copper Gear. Zack. Oh, das andere ist das falsche Copper oder was? Oh! Mann! Project Red Core. Wittef! So? Hä? Das geht auch? Ist doof? So geht das nicht. Copper Ingot Tamil Foundation. Haben wir doch. Wieso wird da... Ist das nicht verbunden mit dem Ding? Block of Copper. Thermal Foundation. Wenn ich das zerkleine, kommt da Project Redcore Copper Ingot raus. Hä? Was soll denn der Blödsinn? Tabbels, was hast du hier getan? Geht hier jetzt irgendwas? Ah, vielleicht. Und geht da überhaupt irgendwas? Nein. Ja, geil. Oh. Wie komme ich denn jetzt weiter? Müssen wir uns neues Copper holen. Oh. Wollen wir überhaupt nochmal voran hier? Kann sich nur um Sekunden handeln. Neue. Geduld. So, dann gehen wir hier ran. Ist doch bestimmt irgendwo, da haben wir Copper. So, wenn wir das jetzt einfach nur basically in den Ofen jarzen, dann muss doch da ein normales Copper-Ingot rauskommen. Oder? Theoretisch.
Bossi, was sagst du denn dazu? Nix. Okay. Wow. Gekonnt, gekonnt. Brate, brate. Warte. Und wir können gespannt sein. Es kommt raus. Thermal Foundation, Copper Ingot. Ja, man sieht schon den Struggle mit den ganzen Mods. Aber eigentlich sind die ganzen Mods untereinander kompatibel. Also wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, ich bin ein Huso-Mod, Diamant hat, kann man damit auch andere Rezepte befüllen. Von einem anderen Mod. Meistens. Ja. Meistens, also eigentlich. Aber hier jetzt in dem Fall nicht, aber bei normalerweise den geht das. Bei dem aber auch nicht. Oft. Bei den Bienen gibt es verschiedene, aus verschiedenen Dings. So. Verschiedenen Mods. Und wenn man da dieses Royal Jelly für diese Essenzen braucht, braucht man nur bestimmte Bienen aus einem bestimmten Mod. Ach, gibt es verschiedene Bienen? Ja, Forestry gibt es, dann gibt es Magical und nochmal irgendwas. Okay. Hä? Och, wieso nehme ich mir nur ein Redstone? Und zwei Gold, das ist doch genau umgekehrt. So, dann haben wir das schon mal. Brauchen wir noch Flint? Ich habe hier doch irgendwo eine Spinne. Was ist das? Glas und Eisen. Und ein Pisten. Was? Da ist sie. Eisen. Brauchen wir noch Steine für den Pisten? Brauchen wir noch für den Pisten? Redstone, Eisen. Holz. Holz? Haben wir überhaupt noch Holz? Nein. Gehen wir hier einfach da unten. Dark Out. So. Mach der Fossi da. Ja? Ich baue mir eine Hütte. Eine Hütte? Eine Hütte. Eine Hütte. Zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Let's go, da ist der Pisten. So. Flint, Machine Frame. Flint, 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 Flint. Hammerhead. Wollt's nicht sagen. Den hab ich es getan. Er hat's getan. Oh mein Gott! Pulverizer! So, ich hoffe, das funktioniert auch. Hier haben wir noch irgendwo Strom. Ich nehme hier Strom an. Da unten ist Strom. Ballern wir ihn einfach hier so ran, ey. Ist mir jetzt egal. Der Braucher RF. Tablets arbeitet ja mit fucking EU. EU! Schissel. Manissel. Habe ich nicht hier auch? Er hat mein Windrad weggenommen. Leute. Ist das hier nicht. Das ist doch RF. Can't work. Ja, wo geht denn das hier hin? Hä? Geht doch auch darunter. Da geht das gar nicht mit den Kabeln und Tablets hat hier Mumpitz gemacht. Ich glaube, das geht nämlich gar nicht mit den Kabeln hier, was er hier gebastelt hat. Aber doch, die funktionieren ja auch. Ah, hier ist doch ein Pulverizer. Oh. Oh. Kann ich die da jetzt reinballern? Nee, das geht gar nicht. Mist! Verdammte. Okay, hier gibt's kurz einen Cut. Jetzt gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Hier. Das hat nur ein paar Sekunden gedauert. Die haben nur falsch geguckt. Wir müssen das hier gar nicht pulverisieren.
Alles umsonst! Geil! I'm gewasted. So, wir haben jetzt Soulstone. Und das ist nochmal burned. Burn! Da muss ja der Dust rauskommen. Oh! Wir kommen voran. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und einer Kau in der Jar. Sollten wir gleich soweit sein. Ich frage, ob das reicht. Was soll denn braten? Wie macht man denn diesen... Ach, das ist wieder so eine Sache, die ich nicht nachgeguckt habe. Diesen mystische... Ach doch, stimmt. Genau, dafür haben wir ja hier diese Prosperity Shards. Die kriegt man durch diesen Laser oben. Da braucht ihr bestimmte... Es gibt mehrere Laser, die so graben. Da braucht man eine erweiterte Stufe quasi. Wir haben jetzt da Tier 2 und damit kriegt man, glaube ich, diese Prosperity Shards. Wo sind sie denn? Da. Ach, okay, im Nether kriegt man die also auch. Im End. Genau, da. Prosperity Ore. Da kriegt man die raus. So, und dann können wir diesen schönen Stickety-Stick machen. Den mystischen Stick. Da haben wir einen mystischen Stock. Wir brauchen ziemlich viel von diesem Dust. Ich glaube, ich muss noch mal ins End und noch mal ein bisschen was holen. Ich glaube, das wird nicht annähernd reichen. Wir brauchen halt 2 Ingots, das heißt 9, 18 Dust. So kriegt man einen. Durch 5 Soul Dust kriegt man einen Sodium Dust. Das heißt 18 mal 5. Brauchen wir. Ja, es ist ein bisschen was. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich sammle noch mal ein bisschen. So, liebe Leute. Liebe Zoe hat mir noch ein bisschen was gegeben. Ich glaube, jetzt müssen wir so langsam genug haben. Brauchen auf jeden Fall mehr Essenzen. Dass ich hier genug habe. Hat der Server schon mal vorproduziert. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Mein Inventar ist einfach zu voll gerade. Mal ein bisschen was zwischen. Das kann ich dann immer noch mal wieder aussortieren. Brauchen wir noch? So, ja. So, das kann ich gleich wieder mitnehmen und nochmal wegsortieren. So, den Crystal setzen wir da hin. Und hier drumherum Essenzen, dann kriegen wir die zum Essenzen. So. Machen wir nochmal ein paar. So, das sollte aber eigentlich passen. Wenn wir jetzt den Soul Dust wieder nehmen und die Essenzen drumherum teilen. Schon. So, Azelot. Und Azelot.
Nummer Azeloth. So, wir haben jetzt 23. Perfekto. Mist. Dann auch nochmal burnen. So, jung. Oh Gott. Überfordert. Muss man den Dust jetzt nochmal brennen? Aha. Und dann... Yes, Sir! Ah, kommen die Ingots. Da kommen die Ingots, da kommen die Ingots, da kommen die Ingots, da kommen die Ingots. Eis. Da haben wir zwei. Okay, ich hab dumm gerechnet. Ich dachte, man braucht halt 9 von diesen Dust und kriegt dann einen Ingot. Aber nein, man braucht viel weniger. Aber egal. Jetzt können wir mal den mystischen Stock nehmen. Müssen wir echt da links hinpacken? Aber okay. Und wir haben den Solium Dagger. Na. Was haben wir denn für eine Tageszeit? Natürlich mitten am Tage. Dann gehen wir mal ins Nether. Nether Schmeter. Aber später. Zacke die Zack, Zacken. Quicke die Quick, Quicken. Quicken! Dann können wir hier richtig rumkloppen. Jawoll, greif mich an, kommt her! Sie wollen mich, sie wollen mich, aber sie kriegen mich nicht. So, und dann haben wir hier schon 4 Zombie-Chunks. Sehr schön. Daraus kann man dann irgendwie Mob-Chunks machen. Geh erstmal wieder raus, nicht, dass wir hier gleich überrannt werden von komischen Schweinemännern. Halb Mann, halb Schweinebär. Schweinebär? Schweinebär. Halb Mann, halb Schweinebär. Mannbärschwein. So. Wir wollen ja auf den Enderman Seed hinaus. Da brauchen wir Supreme Essence. Die kriegt man durch Intermedium Essence. Und die kriegt man durch Enzium. So weit waren wir ja schon. Aber Enderman Chunk brauchen wir. Dafür brauchen wir Enderpan. Tier 4 Mob Chunk. Tier 3 Mob Chunk. 1 Mob Chunk. Ah, Zombie Chunk einfach brennen. Okay. Haben wir denn noch Enderperlen? 10 Stück. Nice. Okay, das wird eine längere Folge, aber wir machen das jetzt noch fertig hier. Voilà. Wollen wir ja auch das fertige Produkt sehen. Aquädukt. Aquädukt. Dafür brauche ich Platz wieder. So, 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 das brauchen wir gleich. Okay, das mal weg. Das kann weg. Der Solium Tanker kann erstmal weg, obwohl wir können auch hier einen Rucksack packen. So. Mal ein bisschen Platz schaffen hier. So. Zieh erstmal ein. Schön viel Platz. So, ist das doch schön. Ah ja. Nehmen wir das hier alles mit. So. Auf jeden Fall noch neuen Crystal machen wahrscheinlich. So.
eigentlich reichen. Nehmen wir die. Ja, der Crystal ist im Arsch jetzt, ne? Brauchen wir nochmal einen Crystal. Dann seht das auch nochmal, wie man ihn macht. Hä, jetzt sag nicht, die Zombieschweine kommen da durch, durchs Portal. Scheint so. Hä? Schade. Mach die Tür zu. Infusion Crystal. Dann brauchen wir die Shards nochmal und Diamond. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das nimmt ja hier kein Ende, wa? Kann man keinen Eimer mehr mit Lava füllen? Doch. Doch. Das dann bei mir nicht? Du brauchst halt eine Lavaquelle. Deswegen war ich ja gerade nochmal unten. So. Doch, eigentlich geht das noch so. Dann machen wir nochmal einen. Nochmal zwei. So, dann können wir hier weitermachen. Das reicht. Wir brauchen nochmal neue Orangene. Was lassen wir nochmal? Vier da. Orangene, sehr gut. Ah, Mann, was mache ich eigentlich? So. Ich hab doch schon blau. So, das sollte dann eigentlich passen. Dann müssen die Mob-Chunks fertig sein. Toll. Ihr seid jetzt hier schon ziemlich deep in der Materie drin. So. Dann müssten wir den jetzt eigentlich machen können. Wo waren die Enderperlen? Oben? Ja, oben. Da, wo auch die ganzen Dusts und so drin sind. Also bei Erze. Genau. Enderperlen. Da. Mittlere Kiste ganz oben ist das dann. Enderman Seeds. Den Crafting Seed brauchen wir auch. Oh, wir brauchen noch richtig viel. Machen wir erstmal den Seed. Oh, noch Seeds. Ja, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr, Leute. Wir brauchen noch mehr Seeds. Du musst die Empfindlichkeit höher stellen. Uns abgehackt an. Was? ja, in der Aufnahme passt das aber, hoffe ich. Okay. So besser? Ich denke schon. Also es kommt halt immer, wenn du so ein bisschen leicht murmelst, hört man das halt im TS nicht. Aber es spielt ja, ja keine Rolle. Du sagst es ja in der Aufnahme drin. Das ist da ziemlich unempfindlich gemacht. So. Das hier basteln. Können wir das hier basteln? Dann können wir da voranschreiten. Und da voranschreiten. So, dann haben wir schon mal das. Dann brauchen wir wieder hier 1000 Sachen. Dinger und Sachen. Hier. Passen. Ütz. Ützerich. So. In diesem Crafting Terminal, wo wir hin wollen gerade, kann man dann noch einfach hier mit Shift ganz halt links durchklicken und er ballert dir da raus, was er kann. Da braucht man dann das hier nicht immer so machen. Ist dann halt auch ziemlich entspannt. So. So, dann haben wir da 12.
Was denn? So. Das war zwei Crystals gemacht haben. So. Im Klo. So. 22 reicht auch. Sollte das auch passen. Enderman Chunk. Zackidi, zackidi, zack, zacken. Oh, das war einer zu viel. So. Oh. Mann, oh. Ach so. Nee, war schon hier mit. So. Vorangeschritten. Und weiter vorangeschritten. Vier Stück. Einer mit Chunks. Zackidi, zack. Oh. So. Und da ist der fertige Enderman Seed. So, den können wir jetzt hier einpflanzen. Nehmen wir mal den dafür weg. Zack. Und dann wächst er und gedeiht. Und gibt uns unendlich Enderman. Perlen. Seeds. Nice. Essenz. Genau. Perle. Müssen wir das hier irgendwo haben? Nee, steht hier gar nicht dabei. Ah doch, hier Crafting. Da genau. Enderman Essence. Einmal ringsrum kriegt man 4 Enderperlen. Oha. Aber der wächst jetzt noch nicht. Warum nicht? Oder dauert das vielleicht? Kann sein. Muss nicht sein. Man braucht eigentlich auch... Ah, hier ist noch kein Growth Accelerator drunter. Mhm. Das irgendwo schon gemacht? Die habe ich noch gar nicht. Imperium-Essenzen wachsen auf jeden Fall so. Weiß nicht, ob der vielleicht noch gar nicht. Growth. Genau das Ding hier brauchen wir noch. Block auf Imperium-Essenz, Diamant drunter. Rein. Und dann geht das alles ein bisschen. Ja, das ist ja gewachsen. Und mit diesem Growth Accelerator geht das alles nochmal ein bisschen schneller. Und dann geht das voran. Ja, liebe Leute, ein bisschen längere Folge. Mal gucken, wie ich das cutte. Vielleicht mal auch zwei Folgen draus. Mal sehen. Aber es geht voran, unserer kleinen Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein!